Teilweise ein bisschen sehr alles aus Modern Warfare 1 teilweise abgekupfert hier. Oder was soll ich sagen, vielleicht auch. Aber es muss ja nicht alles schlecht sein. Also lieber eine gute abgekupferte Mission als eine beschissene neue. Sage ich immer. Muss ich jetzt hier hin? Na, ist schon mal nix. Euer Penner, du noch weg. Da ist noch einer. Jetzt sieht man die Leute wenigstens mal wieder ein bisschen, wie die. Oder was weiß ich. Oh Mann, das sind viel zu viele hier. Jetzt muss ich nochmal zurück mit einer neuen Waffe besorgen hier. Haben wir hier zufällig eine? Dankeschön. So, eine russische Waffe. Jetzt werden wir sie mit ihren eigenen Waffen schlagen hier, die gar nicht mal so schlecht sind. Hab ich gerade festgestellt. Ob ich den treffe da hinter den Rohren? Ich glaube nicht. Ich noch tot. Ah, die schießen so schnell sich leer hier. Zurückziehen. Wo leben wir denn hier? Hallo? So, selber schuld. Ja, da haben wir jetzt schon mal keine Munitionsprobleme mehr mit so einer Waffe. So, russische Waffen. Gibt es auch genug russische Munition hier? Platziere Sprengschnur. Sprengschnur, ja, genau. Das gibt es wirklich auch, habe ich schon gesehen. Sprengschnur ist was Feines, also mal ganz im Ernst. Kann man viel Scheiße damit bauen wahrscheinlich. Ah, warum juckt meine Nase schon wieder so? So, mal gucken, ob es hier einen Laptop oder sowas gibt, den wir vielleicht noch gucken können. Was? Oh, der hat eine riesen Klotze hier in der Bude stehen. Nicht schlecht. Eine Ladung an diese Tür, Logan. Ah, warum tut meine Nase so jucken? Das nervt mich immer hier. Wow. Das wusste der vorher. Unglaublich. Tür ist hin. Blendgranate. Blendgranate, bam. Ja, das ist der Gemeinschaftsraum hier wahrscheinlich. Wo die abends saufen dann. Haben die nicht mal eine Uniform an hier, hä? Die wollen wohl außerhalb. Wie es aussieht. Da haben wir hier mal noch eine werfen. So, da auch noch eine hin. Ah, meine Nase juckt extrem gerade. Das nervt mich gerade ein bisschen hier. Deswegen muss ich schon mal kurz pausieren. Tut mir leid. Ah, ich weiß nicht, woran das liegt, dass meine Nase immer so juckt hier. Vielleicht liegt es an der Heizungsluft hier. So, Vorarbeiter. Was soll das werden? Was soll das werden? Da kannst du sogar so halbwegs Deutsch. Was soll ich jetzt machen, ja? Ach so, hier, okay. Zack. Oh mein Gott, der ist tot. Also gut, dann nach oben. So. Okay, das muss ich jetzt mir merken. Ansonsten gibt es wahrscheinlich wieder Probleme dann. Ich werde die Mission verlieren. Wow. Kann ich jetzt schießen? Endlich. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. So. Endlich wieder schießen, ja, das steht so lange nicht mehr. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht selbst nur irgendwie mit euren eigenen Waffen werdet ihr jetzt totgeschossen. Hier ist das nicht schön. Was will man mehr? Oh, hier haben wir noch rote Fässer, sehe ich gerade. Oh, fuck. Das war natürlich nicht so intelligent jetzt. Ah, wo kommt der jetzt her? Ich dachte eigentlich von hinten. Naja, machen wir die ganze Kacke halt nochmal jetzt. Ich weiß nicht, wo der herkommt jetzt hinter mir hier, mal ganz im Ernst. Der war gerade eben noch nicht da. Mensch, die laufen alle in dieselbe Stelle da hinten. Das ist genial. Was will man mehr? So, was werde ich hier draußen langlaufen jetzt nochmal, weil ich glaube, hier draußen ist weniger los. So, du noch weg.
hoffe nicht, dass ich jetzt wieder von irgendwelchen Leuten gemessert werde von hinten. So, Granate. Von der her. Ich weiß nicht, ob die von hinten kommen hier. Auf jeden Fall werde ich jetzt ein bisschen genauer aufpassen hier. So. So, du noch weg. Oh, shit, ey. Ganz im Ernst hier. Ist schon nicht ganz ohne hier. Vor allen Dingen ist wieder alles möglich in dem Level hier. Ich muss jedes Mal gucken, ob von hinten hier. Ah, hier! Der war das bestimmt. Dieser Penner. So. Das sieht schon mal besser aus wie vorhin. Gucken, ob ich jetzt hier unten durchkomme. Wir haben einen Heli für die Evakuierung. Lassen ihn warm laufen. So. Sehr schön. Boah, da werde ich schon weggeschoben. So, rennen wir mal ein Stück hier. Kann denn ihn bitte schneller rennen? Mal ganz im Ernst, ey. Das strengt sich überhaupt nicht an hier. Merrick ist es genau. So, der ist tot. Oh, okay. Rauch an der Decke. Auch das Feuer, das sieht... Ich weiß nicht, ob es im Battlefield jetzt auf der Xbox One jetzt genauso aussieht. Ich weiß nicht, ob ich die Leute töten darf, aber ich darf weiterspielen, das ist schon mal gut. So. Speichern. Hier speichern, nachladen. So. Wie sieht's hier oben aus? Ah, hier oben ist schon mal eine Sprengkleranlage. Also es sieht grafisch nicht so schlecht aus jetzt. Gut, Texturen könnten ein bisschen. Oh fuck, wer ist das? Ist das ein Feind? Könnte ein Feind sein. Chance ist hoch, dass das ein Feind ist. Naja. So, darfst du beschießen jetzt, oder? Ah, okay, das sind meine eigenen Leute. Das finde ich gut. Wenigstens mal jemand, der mal mithilft hier. So, jetzt können wir weiterlaufen. Kein Friendly Fire haben hier. Okay, ich glaube, die können wir erschießen hier. Das macht, glaube ich, nichts aus hier. Da noch einer. Ah, die Leute sind schlecht zu erkennen hier. Bei dem ganzen Feuer und ganzen Stahl, was hier ist. Ah, die versuchen natürlich bis zum letzten Mann zu kämpfen hier. Finde ich gut. Gute Einstellung. Macht es natürlich jetzt nicht ganz so einfach für uns, aber die haben halt Moral. Ne? Also ich glaube, andere Soldaten, die würden ja sagen, ach, könnt mich mal hier. Das Ding ist eh gegessen hier. Alles brennt schon. Das sind Amerikaner, die haben auch fünfmal so viel Ahnung wie wir, von daher drei Mann von denen, 15 Mann gegen von uns, das. Die sind einfach besser, obwohl sie 12 Mann weniger sind hier. So nach dem Motto. Oh, fuck. So. Wo ist denn MG? Da oben? Ah, das war ein MG. Oh, scheiße, RPG-Werfer. Muss noch sterben da oben. Ja, ich glaube, der ist tot, oder? Ist auch noch einer gewesen. Mal ein Stück vorgehen hier. Ja, dieses rote Fass, dieses seltsame rote Fass, was ich vorher noch nie in dem Videospiel gesehen habe. Noch zerstören hier. So. Perfekt. Was will man mehr? Also rote Fässer, das ist mal was ganz Neues hier. Das habe ich noch nirgendwo gesehen. Warum können die Fässer nicht einfach mal grün sein, zum Beispiel? Das wäre mal was Neues. Oder blau. Boah, ey, wie viel kommen hier noch, ey? Mal ganz im Ernst. Muss ja bald mal Schluss sein jetzt hier. Ich verstehe es ja, aber... dass ihr euer Land beschützen wollt, eure blöde Plattform hier. Jetzt reicht's mir hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh fuck. Oh, wir haben eine Panzerfaust hier, ist das nicht schön. Soll ich das mal machen hier? So. Oh shit, ich hätte vielleicht warten sollen, wenn der Helikopter jetzt kommt hier. Shit, und keine Munition mehr. Ich hoffe, das ist mein eigener Hubschrauber. Muss ich jetzt hin? Hier lang? Nee. Ah, okay, alles klar. Das glaube ich meine eigenen Leute hier. Oh, nicht ins Feuer laufen.
Was will der jetzt von mir? Kann er mir mal sagen, was er jetzt von mir will hier? Oh, fuck, ich bin schon wieder. Bin schon wieder leicht irritiert hier. Also zumindest ein Helikopter, okay. Ah, hier, okay. Hier ist was. Ich wollte gerade sagen. Ich kann da jetzt noch nicht in den Helikopter einsteigen. Da war doch noch was. Boah, kannst du nicht mal ein bisschen schneller die Treppe hoch hier? Meine Fresse. So, haben wir hier zufällig einen Laptop rumstehen, den wir noch benutzen können. Nein, sieht nicht so aus, oder? Was denn? Wo denn? Wie denn? Ah, hier der, oder? Ja, dem geht's nicht mehr so gut hier. So, Monitor ausfahren. Oh, neueste Technik haben die hier. Nicht schlecht. Left Stick hoch. Grüner Bereich, Logan, so halten. Ups. So. Du musst den Druck halten, sonst gehen wir mit dem Ding unter. Ja, das ist jetzt die Frage. Ups. Gut, im grünen Bereich halten, alles klar. Keegan, wir schalten die Feuerregulierung ab. Das war schon wieder scheiße hier. Überlade die Pumpen, du kümmerst dich um den Wasserdruck. Wasserdruck halten, ich dachte, ich soll den hochhalten. Naja, wie auch immer. Dann bringen wir es halt nochmal. So, X gedrückt halten. X ist neben RT die wichtigste Taste in dem Spiel übrigens. Halte den Druck im grünen Bereich, ich überlade die Pumpen. Ah, okay, das ist grüner Bereich hier, wie es aussieht. Halt uns auf dem roten Bereich. Dauert nicht lange. Die letzte Pumpe hätten wir. Heute so. Ah, jetzt weiß ich erstmal, was ich hier. Oh Gott. Die letzte. Hau rein. Oh, das hat auch nochmal gut geklappt hier. Tja, hätte ich das jetzt beim ersten Mal noch schon gecheckt hier. So, jetzt müssen wir natürlich abhauen hier. Also, alles andere wäre jetzt Schwachsinn. Verstanden, ihr fliegt so gegen ihr könnt. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier hinrenne. Keine Ahnung, ich muss bestimmt gleich irgendeinen Knopf noch drücken, wenn mir irgendwas entgegenkommt hier. Aber ich bleib hängen, ich bleib hier hängen. Das ist unfair. Oh, fuck. Bis jetzt muss ich noch keine Taste drücken. Keine Quicktime-Events, bitte. Da hinten ist mein Helikopter. Bleib nicht verdammt nochmal hängen hier. Oh, fuck. Hab ich das noch geschafft jetzt hier? Oh, shit. Ich glaube, das war tot. Ja, wenn ich... Das ist doch völliger Scheiß hier. Wenn ich hier an irgendeinem verfuckten Scheiß-Geländer hängen bleibe hier... Mal ganz im Ernst. Da kann ich doch nichts dafür hier. So, schauen wir, das klappt jetzt besser hier. Irgendwelche Blur-Effekte hier. So, kriege ich jetzt die Leiter? Ah, Gott sei Dank. So, einmal geht sowas immer schief, habe ich das Gefühl. So, mal gucken, was jetzt passiert. Das Ding wird uns schön hochfliegen bestimmt. Oh ja. Yeah. Oh. Das hat gepfeffert. Ja, das war auch eine ganz coole Mission. Gefällt mir. Also das Spiel, muss ich sagen, das wurde jetzt gegen Ende immer besser. Habe ich das Gefühl. Also, Caracas war langweilig, meiner Meinung nach. Aber die Mission jetzt hier, die letzten beiden, haben richtig Laune gemacht, muss ich wiederum sagen. Aber die Fabrik wird von einem Schiff bewacht. Ein Zerstörer, der vor modernsten Waffen nur so strotzt. Seine Luftabwehrwaffen lassen keinen Angriff von oben zu. Doch es ist an einer Stelle verwundbar. Unter Wasser. 60 Fuß unter der Wasserlinie. Nahe der Ventilationsöffnung. Keegan, Logan, das ist euer Job. Macht uns den Weg zu der Fabrik frei. Verstanden. Wir schicken ein weiteres Schiff auf den Friedhof. Coole Sache. Klingt gut. Werden wir beim nächsten Mal weiterspielen. Ich werde jetzt hier noch Pause machen irgendwie. Wenn ich jetzt endlich mal darf. 50 Meter. So, sinken machen wir nicht. Machen wir nächstes Mal weiter. Ich hoffe, euch gefallen die Videos. Ich habe die Videos gefallen, besser gesagt. Ich hoffe, ich habe auch diesmal ein bisschen besser gespielt wie in den letzten Videos. Aber das liegt einfach auch daran, dass man halt beim zweiten Mal immer irgendwie besser spielt und schneller. Wenn man halt weiß, was einen erwartet. So. Aber wie gesagt, das Call of Duty, je länger man spielt, desto mehr Spaß macht, das muss ich sagen. Also geht mir zumindest so. Die letzten Missionen jetzt waren äußerst unterhaltsam. Also das Spiel ist nicht wirklich so schlecht, wie alle sagen. Was heißt schlecht, aber es ist halt... Ja, ist halt... Ich weiß nicht.
Also es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht super toll. Aber es ist wirklich ein gutes Spiel. Es unterhält mich und das ist ja die Hauptsache. Beim nächsten Mal spielen wir weiter, wenn das Schiff versenken. Ich hoffe, euch, wie gesagt, hat's gefallen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.